Jetzt schon 9000 Mitglieder, Leute. Digga, das ist so krank. Einfach 9000 Mitglieder im Discord drinne. Digga, richtig nice, Mann. Also, das ist wirklich krass. Leute, wenn ihr nicht im Discord seid, kommt gerne rein. Den Link packe ich euch hier oben rein und in die Videobeschreibung. Also, einfach mal auschecken und dann sehen wir uns da, Leute. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht? Ihr seht, ich habe es wieder nicht in den Stream geschafft, deswegen machen wir heute auf ganz schnell noch eben den Summit, weil Mittwoch ist schon wieder bald vor der Tür, deswegen haben wir nicht mehr so viel Zeit, ja? Deswegen machen wir jetzt ganz schnell den Summit hier noch. Ihr kriegt hier aktuell ein Auto zu kriegen, was wahrscheinlich wieder der größte Müll sein wird, aber es sieht auf jeden Fall geil aus, das kann man schon mal sagen. Und hier hinten, der ist jetzt neu reingekommen, ja, da kriegen wir halt so einen Rauch, den gibt es schon, ist jetzt so eine andere Farbe, egal, wir machen erstmal den Summit hier, Türke macht mit. Ihr seht schon wieder, wir kriegen wieder ein paar geile Belohnungen hier, ne? 45.000, 45.000, oben rechts ein Powerboot, Goldset, also kein ganzes Set, sondern 7 Teile einfach, random. 7 random Drag Race Teile. Digga, 200.000 Follower, nochmal 200.000 Follower. Was ist denn das, ey? Und für den Summit kriegen wir auch 200.000 Follower, ja, okay. 600.000 Follower auf easy, oder was? Alter, wie viele Runden in New York muss man denn bitte fahren für 600.000? Also, wenn ich mit Ruhmmagnet fahre, mit alles auf Follower setze, bin ich bei 130.000 Followern eine Runde. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid. Entspannt den Summit, hier sind wir eben 6 Runden New York, also 3 Stunden gespart. Okay. Ja, lass es mal Rallycross machen hier, das ist am schmutzigsten. Ja, wahrscheinlich, wenn der Motorpass Ende ist, dann hast du alle Rennen. Okay, wir müssen bestimmt Windschattenparty machen. Ah, was eine Kurve. Warblinden hier erstmal. Alter, das ist auch ganz komische Optik hier. Das ist, glaube ich, dieser, was ist das hier, Zukunftsfilter oder so. Hier kannst du nochmal wallgrinden. Ah. Voll gut mit der Bande, ey. Hätte man hier vielleicht auch machen können, aber zu spät. Das ist das erste Offroad von der Stage hier. Okay. Eigentlich auch ganz geil, bei den Offroad-Dingern fuckt mich nämlich immer ab, dass ich dann irgendwo in eine Kurve rausfliege. Und dann fliege ich da irgendwo in den Wald rein. Ist schon ganz geil mit der Bande hier. Okay, jetzt hat nicht gelohnt. Nur der Filter, der weiß ich nicht, der jetzt hier sein muss. Aber ich glaube, der Filter ist auch jetzt nur so im Summit hier. Irritiert voll, ey. Ja, ich denke mal, das normale Rennen wird auch ganz normal aussehen. So sieht es jetzt nicht so geil aus hier, finde ich. Das passt nicht zu den restlichen Rennen. Oh, Fettbremsen. Aber eine Flucht ist wieder nicht dabei. Jetzt ist wieder so eine. Was war das? Radarfall ist wieder drin. Mhm. Kann man eigentlich auch nicht viel falsch machen bei dem Rennen. Gut, ein paar Kurven kannst du besser nehmen. Musst du aber erstmal ein paar Mal fahren, damit man das so ungefähr schon mal gesehen hat. Das war erst die Hälfte, das dauert etwa 5 Minuten. Voll nice, die dauern alle so ungefähr 5 Minuten, die Rennen. Ja, Digga, viel zu spät gebremst. Slalom oder was? Ey, Junge, was ist denn hier los?
Fahr mal schneller, Junge. Ich fahr schon 300. Windschatten bringt gar nichts hier. Also für die Strecke würde ich aber wirklich sagen, ist der Wagen auch echt perfekt, ey. Der rutscht jetzt zwar immer relativ viel, aber hier bei der Strecke ist er okay. Ja, stark bremse ich nochmal. Ich will noch meine Kohle abklopfen, Junge. Ja, schon das Ziel. Ja, 4,5 Minuten. War trotzdem geil. Die Punkte sind halt 130 schon. Ja, perfekt. So, Leute, ich habe ja den jetzt hier genommen. Ich zeige euch noch kurz Teile. Auch ganz normal nitromischer Set mit puren Extra-Portionen. Macht auch hier auf jeden Fall 100% Sinn, weil... Ja, du bist halt einfach die ganze Zeit auf Highspeed unterwegs, das ist schon ganz gut. Ansonsten Profi-Einstellungen von dem Fahrzeug oder wenn ihr ein anderes nehmt, findet ihr natürlich im Discord. Alternativ kann ich euch den hier empfehlen. C3 war immer geil, ist immer noch geil. Okay, sollen wir mal Street Race machen oder was? Ja, komm. Ja, okay. 200.000 Follower. Jetzt sehe ich den auch gerade mal zum ersten Mal. Der sieht aber auch richtig so auf modern irgendwie gemacht aus. Boah, scheiße. So richtig ein auf modern hier, das Ding. C2 ist ja im Spiel und das ist halt jetzt noch so eine Special Edition davon. Oha, achte mal auf das Bremslicht, Junge. Bremslicht einfach so wie beim Porsche hinten. Sieht ja mal voll geil aus. Ach, jetzt habe ich hier die ganze Zeit geguckt. Ja, komm, ich starte mal neu. Boah, scheiße. Ach, das ist auch so eine Leiste oder was? Ja, ja. Ja, moin. Ich dachte, das wäre eine Chromleiste. Der hat ja gar keine anderen Scheinwerfer. Ja, voll geil, Alter. Richtig modern, das Teil. Boah, der rutscht aber auch nicht auf Glatteis. Sidepipes hat der, ne? Ja, auch geil. Aber da kannst du ja jetzt schon wieder denken, dass man bei dem Wagen wieder gar nichts machen kann. Das ist halt auch wieder so ein Auto, das kannst du schön sammeln und das war's dann wieder. Jo. Also der ist jetzt für mich schon... uninteressant zum Gewinnen jetzt, also würde mich jetzt nicht mal jucken, wenn ich nicht mal Platin bin, so, was willst du mit dem Auto, ne, der fährt eh scheiße. Tunen kannst du da auch nichts wahrscheinlich. Wenn du Glück hast, die Felgen, aber denk mal eher nicht, weil das auch so Special-Dinger sind. Also, guck mal, ja, oh, alles klar, Driftpunkt direkt schon mal am Start. Was raus jetzt, Doppelapfel oder was? Ja, ich traue mir zum Maul Wasserbüffel. Nein, oh mein Gott, ich habe mich umgedreht. Nein. Boah, was eine Dreckskarre, Junge. Ach du Scheiße. Ach, der ganze Summit hat so diese Zukunft-Filter hier drauf. Ah ja. Wie heißt denn der Summit überhaupt? Keine Ahnung. Gar nicht geguckt. Weil überall Zukunftsfilter hier ist. Ja gut, Leute, jetzt fahren wir auch noch ohne Teile, ne? Dann sind wir noch mal ein Stückchen langsamer. Wenn ich mir jetzt noch vorstelle, noch mehr Power in der Karre, dann rutscht er ja noch mehr rum. Boah, die Scheiße. Also wer Spaß am Gegenlenken hat, das ist euer Auto, Leute. Safe. Boah, ich hatte so viel Glück jetzt gerade gehabt, ey. Fast einen Baum mitgenommen. Ja, habe ich gerade. Habe ich einmal umgedreht und dann vom Baum da vorbei. Bremsen auch nicht so geil. Ich könnte mal die Ego-Perspektive kurz schauen. Okay, drin sieht er eigentlich
Ja, so ein paar Akzente hat er hier auch in Rot, ne? Sonst glaube ich relativ normal. Ist ein bisschen dunkel jetzt hier gerade. Also ganz ehrlich, wenn ich den jetzt hier gerade fahre, da freue ich mich schon wieder auf den RSR gleich. Der macht mehr Bock als das Ding hier. Was ihr noch nicht wisst, Leute, das habt ihr auch noch nicht gesehen, das werdet ihr auch jetzt heute noch nicht sehen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier den Summit gerade mache, habe ich eigentlich schon ein Tuning-Video zu dem Porsche RSR gemacht. Aber das habt ihr noch nicht auf YouTube gesehen. Das wird erst so ein, zwei Tage nach dem Summit-Video kommen. 90.000, der, das können wir direkt nochmal machen. Wie viel hast du denn? 113. 113 auch nur? Boah. So, Leute, auch nicht viel schneller, aber... Ja, scheiß drauf, Digga. Also die Karre macht echt gar keinen Bock. So, kommen wir her, gehen wir direkt mal in die nächste Pisskarre rein, und zwar den Porsche RSR. Ich werde jetzt auch nichts zu dem Wagen sagen, wir warten einfach auf das Video, ja. Boah, ey. Junge, der Wagen ist selbst für so eine Kurve zu schlecht, Alter. Jo. Also Leute, ich würde sagen, das ist das langweiligste Rennen aller Zeiten. Die Karre ist scheiße des Todes. Ich würde sagen, ich spule jetzt einfach mal bis zum Ende vor für euch. Das ist ja absolut des Todes langweilig, sie dann zu gucken hier. Passiert ja auch nichts mehr. So Leute, ungefähr ab 70% haben wir keinen Windschatten mehr, weil diese Karre einfach noch nicht mal eine normale Pisskurve hinkriegt, ey. Ja, scheiß drauf, sonst mit der Kacke, Alter. Ja, Digga, das war das allerletzte Mal, dass ich diesen Scheißhaufen gefahren bin, ne? Ich schwör's dir, auf dem Hauptaccount werde ich das Rennen gar nicht erst machen. Das reicht auch, bin ich trotzdem Platin, Alter. Scheiß drauf. So, dann machen wir jetzt mal was Vernünftiges hier. Ne, doch nicht, machen wir nicht. Wir fahren jetzt Alpha Mark 2. Das ist genau so eine Scheiße, Alter. Mit dem Auto bringt nichts. Das ist genau wie mit dem Motorrad, hat gar keinen Sinn, ne? Oh, bremst doch, du Stück Kacke, Alter. Meine Fresse, ey. Junge, was kann der Wagen überhaupt? Ja, lenken kann er nicht, bremsen kann er auch nicht. Digga, ich fahr selbst mit dem Typ jetzt Auto schneller in die Scheißkurve hier rein. Hinkriegt, Leute, dann könnt ihr, da habt ihr gerade gesehen, bei der Kurve da so ein bisschen schön schneiden. Müsst ihr aber sehr, sehr früh bremsen und schon sehr, sehr, sehr früh einlenken. Damit der Wagen überhaupt mal kapiert, dass ihr nach rechts wollt.
Hallo! Komm, schieb dich da rein. Was denken die sich eigentlich? Ey, wir machen mal zwei neue Alpha Grand Prix rein. Und was dürfen die Leute fahren? Genau, das allererste, was jemals ins Spiel reingekommen ist. Geil, Digga. Richtig gut. Ja, hier, Drag Race haben wir noch. Jetzt zeige ich euch noch kurz, was ich für Teile drin hatte. Bei dem Mark II und auch bei dem Porsche. Und den will ich mir jetzt nicht mehr angucken, weil ich kann die Karre nicht mehr sehen. Die gleichen Teile, ne? Nitro-Mischer mit extra Portionen pur, ganz normal. Profi-Einstellung findet ihr im Discord, ändert aber nichts daran, die Wagen bleiben trotzdem Schrott. So, dann machen wir mal Drag Race. Oh, da ist eine leichte Linkskurve drin, oder? Ja, doch. Leichte Linksdingens. Aber mit dem Auto geht das eigentlich klar. Und mit dem Windschatten wird das dann eher schwierig. Das wird nicht so einfach. Mal gucken. So, versucht immer so kurz vor grün zu schalten, ne? Also kurz vor perfekt. Okay, die Kurve ist eigentlich entspannt. Und natürlich, wie immer bei Drag Race, Leute, natürlich habt ihr da im besten Fall vier Leute, ne? Also seid zu viert. Weil dann stehen immer zwei Leute ineinander drinne und dann habt ihr da auch easy Windschatten die ganze Zeit. So ist es ein bisschen schwierig jetzt gerade, sich dann da irgendwo in der Mitte zu treffen. Nicht so einfach. Ich glaube, das war schon die schnellste Runde. Jupp, 9,7. Ja, ich denke mal, das müsste reichen, ne? Oh, fast 140.000. Was ist das? Ja. So, bei Drag Race baut ihr nicht extra Portionen pur ein, ja, kennt ihr schon. Nämlich pur und fanatisch. Für den Ultra Boost. Ihr macht ja extra Portion keinen Sinn, weil ihr könnt eh nur einmal drücken. Deswegen macht ihr das so. Und da lohnt sich auch die Profi-Einstellung, weil ihr habt ja so eine leichte Linkskurve. Mit den meisten Autos ist das nicht so einfach. Okay, dann haben wir jetzt hier noch Powerboat MK2. Wieso habe ich jetzt ein schwarzes Bild? Bei mir steht viel Neues. Ja, du hast verlassen. Oh, Digga, was ist das für... Junge! Was ist das für ein Spiel, Mann? Digga, das kannst du ja nicht ausdenken, ne? Meine Fresse, Alter. Och, Jesus. Okay, ich brauche eine neue Tastatur. Alter, was ist denn das, Digga? Jetzt machen wir noch nicht mal diese PvP-Live-Battle. Jetzt fliegst du schon im normalen Spiel ständig raus, oder was? Ist das jetzt auch ein neues Feature von dem Update, oder was? Öfter noch öfter rausfliegen, oder was? Stellen dir zwei Schmutz-Autos in den Summit rein und dann schmeißt du dich aus dem Spiel auch noch raus. Als Dankeschön, dass du dir mit dem Kack gefahren bist. Damn, damn. 10.000 Jahre später. Ich bin schon dreimal in GTA drinne. Fortfahren. Nochmal 10 Jahre später. Schon vierte Mal in GTA reingegangen. So. Auf ein neues. Boah, ist ja richtig scheiße mit der Sicht hier jetzt. Ich weiß gar nicht, was das für eine Strecke ist, Mann. Das sieht alles voll komisch aus. Ich fahr gleich safe vor irgendeinem Steg hier, weil ich einfach nichts sehen kann.
Ach, die Strecke ist da, okay. Na gut, da ist jetzt auch nicht, nicht viel Schwieriges dran hier eigentlich. Fast gar keine Kurve drin, er fährst du nur geradeaus. 100, boah, 31.000. Passt. Okay, Radarfalle, Tiefflugslalom. Ja, lass mal Radarfalle machen. Im Powerboot war ja auch ein Nitro-Mischer-Set mit extra Portion und pur auch. Ganz normal, Standard. So, für die Radarfalle nehmen wir jetzt hier wieder die, das Drag Race. Da lasse ich auch die Teile jetzt so drin, aber wir fahren nicht von hier. Das kennen wir ja schon, hier gab es ja schon 100.000 Mal. Gehen wir einfach jetzt hier so nach rechts. Und dann von da hinten starten. Boah, nicht zu weit. Bremse. Oh, ich schaff das nicht. Eins, los. Ah, 699,9. Oh. Scheiß drauf. So, Tiefflug. Vielleicht hier ein bisschen am Wasser. So. Also hier, wisst ihr ja hoffentlich jetzt mittlerweile mal, kann man auch auf den Kopf fliegen. Spare ich mir jetzt aber einfach mal. Alter, das reicht bei den Punkten so oder so. Aber wer Lust hat, hier ein bisschen reinzuschwitzen für das super tolle neue Auto, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Was gibt das? Oh. Passt. So, hier natürlich ein komplettes Punktebrecher-Set und überall Test erprobt rein. Als zweites Perk macht ihr dann einmal extra Portion und einmal pur, so wie das halt kommt, ne? Egal. Einfach ein bisschen reinmischen. So, dann letzte noch Slalom. Da weiß ich jetzt auch gerade nicht, welcher das hier ist, aber mal gucken. Hab jetzt erstmal die hier genommen, die MK1. Das sagt mir jetzt gerade nichts hier. Meistens fahre ich eh mal damit. Aber ich glaube, ja, die Wege sind eigentlich relativ... Ja, es sind schon viele Kurven, ja. Eigentlich ist der Kanal hier relativ breit. Aber der Slalom sagt mir echt gar nichts irgendwie, ey. Keine Ahnung, kann sein, dass er neu ist. Ah, ich dachte, ich muss nach rechts hin. Ich war auch noch nie in diesem Kanal hier drin. Ich weiß nicht mal, welcher Stadt das hier ist. Hier für die Kurven schon finde ich jetzt die MK1 auf jeden Fall besser. Ansonsten könnt ihr auch mal die Frauscher probieren. So, 40.000. Bringt noch mal... Ja, okay, das reicht schon. 156. Teile genauso wie beim Flugzeug gerade, wo sie jetzt nicht nochmal zeigen, ist genau dasselbe eingebaut. So, und das war's schon. Jetzt mal gucken, wie sieht das aus jetzt hier. Ja, noch nicht mal 1,3 Millionen Punkte, weil ich habe halt hier voll bei dem Mark II verkackt und bei dem Street Race Rennen. Soll ich euch was sagen? Ist mir scheißegal, Alter. Jetzt ist ja noch einfacher, Platin zu werden. Weißt du, ich würde wahrscheinlich jetzt auch noch Platin werden, wenn es nur 3.000 könnten. Aber wenn es 11.000 können, dann erst recht, ne? Also ich habe echt keinen Bock mehr, weil ich bin heute schon, das wüsst ihr ja nicht, habt ihr noch nicht gesehen, aber ich bin heute schon gefühlt den ganzen Tag mit dem scheiß Porsche hier rumgepimmelt. Das war schon der Krampf des Todes. Alpha Mark II kennt man, ist sowieso schon immer Schrott gewesen.
Deswegen habe ich einfach keinen Bock mehr, jetzt hier mit den Scheißhaufen zu fahren. Auch das hier mit dem komischen Ami-Karren da sieht halt voll geil aus, aber ist halt zum Fahren der letzte Müll, ne? Das fährt sich genau wie ein Drift-Auto auf Glatteis, ey. Naja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video hier. Wollte gerade erst sagen mit dem Stream, aber ist der nicht im Stream? Ja. Egal. Platin ist Platin. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Yeah.